Denethor will seinen Sohn verbrennen. Genau, wir sind im Szenario der Wahnsinn von Denethor. Es geht darum, wir müssen, oder gut, die gute Seite muss Faramir davon retten, verbrannt zu werden. Die gute Seite ist in dem Fall ein Beregond. Und hier hinten kommt Gandalf mit Pippin. Noch derweil Passagier Pippin. Und da haben wir vier Wachen der Feste und Denethor. Die Wachen der Feste dürfen gegen Böse zuschlagen. Gegen Gut zuschlagen. Böse Seite allerdings nicht. Also gut nicht auf gegen Böse so. Also meine dürfen nicht auf die Wache der Feste schlagen. Genau, dürfen zwar gewinnen. Faramir gilt als gut. Faramir gilt als gutes Modell. Das heißt, er kann nicht einfach vom Scheiterhaufen gestoßen werden. Er ist quasi ein paralysierter, schweres Objekt. Also ich muss, er gilt als schweres Objekt, ich muss ihn wegtragen. Ja. Du kannst ihn aber auch beritten aufnehmen. Kann ich ihn beritten aufnehmen? Ich glaube schon. Schweres Objekt tragen. Lesen wir dann gleich nochmal nach. Lesen wir dann gleich nochmal nach. Was mich nämlich auch noch interessiert, ist die Regel vom Denethor. Der Denethor darf sich nicht bewegen, erst wenn der Faramir vom Scheiter auf entfernt. Aber der Denethor nicht irgendeine Sonderregel, die ihn verrückt werden lässt? Ja. Und das heißt, immer zu Beginn der Runde muss ich einen Muttest machen. Wenn er den Muttest nicht besteht, bewegt ihn der gegnerische Spieler. Gut, das wäre an dem Fall ich. Ja, sonst gibt es hier nichts Spannendes zum Erzählen. Doch, ein Rundenzähler, 6 genau. 8 Runden. Nach 8 Runden. Ab der 8. Runde wird gemessen, wo der Faramir liegt. Wenn er auf den Scheiterhaufen, wir rechnen immer, wenn er auf den Scheiterhaufen, das müssen wir dann immer schauen. Direkt in Kontakt quasi liegt oder in 1 Zoll Umkreis. Dann zählt er als verbrannt und sonst ist er, sonst hat er überlebt. Und dann hat er die gute Seite gewonnen. Ja. Okay. Und Gandalf hat nur ein Heldentum, ein Schicksal, ein Willen. Ja. Und das war's. Keinen Stab. Und keinen Stab. Keinen Stab der Macht. Gut. Gut. Wir haben uns das Ganze jetzt angeschaut. Also es ist so, erzählerisch gibt es die Option eines Kavalleriesmodells, dass es ein bewusstloses Modell aufnehmen kann. In diesem Fall kann er ihn transportieren. Das einzig Wichtige dabei ist, er verliert trotzdem die halbe der Bewegung. Sonst ist es ganz normal wie immer, wir haben leichte Objekte und Passagierregel, der Pippin, wenn er absitzt, darf er sich nicht mehr bewegen, fertig. Genau. Oh, wer fängt an? Das ist unser Rundenzähler, den legen wir da irgendwo auf die Seite, wo ich ihn zwar filmen kann, aber er nicht im Feld ist. Wir könnten ihn da oben in den Turm legen, aber das sieht man nicht so schlecht. Ich nicht. Eine 6. Ich eine nicht. 1. Das ist schlecht. Wobei, naja, gar nicht so schlecht. Kommst du schon dran? Ja. Den ersten beiden? Also ist mir wurscht, ich stelle mich daher. You shall not pass! Er flieht in die Katakomben. Das ist nicht Teil des Spielfelds. Übrigens nochmal danke für das tolle Gelände, David und Bernhard, die uns das geschickt haben. Wir haben es ein bisschen umfunktioniert. Ja. Wir haben hier. Wir haben das Haus der Toten draus gemacht. Protest. Katakomben und so draus gemacht. Genau. Den Raf dienen. Zwölf Zoll habe ich mit dem Kollegen. Ja. Voll hardcore Junge. Da käme ich sogar schon dran, oder? Ja. Dann ran mit dir. Ich reite hierher, lade den Pippin ab. Die Passagierregel klingt eigentlich nicht wie Absteigen des Passagiers. Können wir abfallen lassen. Werfen so. Ja. Runter mit dir. So, als würde er dann da am Boden liegen und könnte sich nicht mehr bewegen. Und der Gandalf reitet ganz normal weiter. Warte, in Kontakt stehen sie dann, gell? Ja. Und dann lass du ganz normal. Cool ist, wenn er noch den Speer hätte, dann würde er unterstützen. Aber es geht nein, nicht, der Reiter ist. Ja. Gut, dann sind wir im Nahkampf. Eigentlich schon. Mhm. Meine Inivas fangen wir mit Beregond an. Eine 4. Ich habe eine Attacke, oder? Du hast eine Attacke, ja. Eine 3. Schlecht. Wir haben beide K4. Ja, dann setze ich mein einziges Heldentum nicht an. Ich werde ihn jetzt eh nicht umbringen, gehe ich mal davon aus. Nicht, weil ich nicht gerade Schicksal habe. Nein, der hat nicht V6. Gut, dann mit weichst du zurück. 1-1-1, V6, eine Attacke. Schätzt du, wie ist Richtung Scheiterhaufen zurückweichen? Ja. Gandalf. Gandalovic. Eine 4. Gandalovic, der Gandalo. 2 Würfel hast du. 3 Würfel angegeben. Eine 6 hast du gewonnen. Ich gehe zu Boden. Boden. Darfst du nicht zuhören. Inni. Runde 2.
Du hast die Ini. Meine Ini. Der Denitor darf sich erst dann bewegen, wenn ich den Faramir habe. Wenn der Faramir runter ist, dann darf ich den Denitor auch bewegen. Ich bewege mich hier hin. Mhm. Beende quasi Bewegung. Im Base-Kontakt? Im Base-Kontakt mit dem Tower hier, ja. Mit dem Haufen. Und holst den Faramir runter. Dann schleudere ich einen magischen Stoß auf ihn. Das heißt, du holst den Faramir runter. Holst du den runter oder nicht? Ja, dann greifst du mich. Das ist die Frage. An. Ja, das ist die, deswegen frage ich dich. Dann hole ich ihn noch nicht runter. Ja, dann geh nicht der Tasten in den Base-Kontakt gehen. Ja. Ich lege ihn diesmal jetzt auf die andere Seite, damit es klar ist. Ich nehme das eine Willen und stoße ihn. Ja. Kommt schon eine 6. Nein, hat es nicht funktioniert. Damit ist das letzte, ist das einzige Willen weg. Ja. Das hätte eine 6 gebracht. Oder einfach, weil es eine 6 ist. Einfach, weil es eine 6 ist. Okay. Hoffentlich frisst sie jetzt nicht die Tonne. Okay. Also wir haben jetzt 1 gegen 1 quasi. Mhm. Okay, dann haben wir jetzt nicht. Ich glaube, dass das Podest nicht zählt, sondern nur optische. Ja, Fehler gemacht, ja. Gut. Deine Ingen, du sagst da nur am Anfang. Nochmal, ganz weit. Hast du gewonnen? Pippin. Mit einer Attacke. Hab ich gewonnen? Schlag zu. Nein. Peregond. Mhm. Eine 4. Eine 4. Meine Ingen. Also Roll-off, oder? Wir haben ja, ich hätte es hart drauf gemacht. Ah ja. Deswegen wollte ich dich gerade fragen, willst du modifizieren, aber du hast so schnell gewürfelt. Ja, zu spät. Nix. Okay, Glück gehabt. Inni, dritte Runde. 1-2 für dich, dein Inni. Irgendwann musst du ihn versuchen runterzukriegen. Was ist, wenn ich ihn angreife, darfst du dich dann bewegen? Er ist oben auf dem Nein, den da. Du kannst ihn nicht angreifen, er ist oben auf dem Steitdauer. Ah, der ist auch oben? Ja. Gut, dann hole ich mir jetzt den Kollegen Faramir. Damit liegt er am Boden, okay. Das heißt, ich bin dran. Mhm. Stehe mit ihm auf, viel kann man nicht machen. Er greift ihn an. Und er greift ihn. Weißt, hättest du nicht Leibwächter, hätte ich wenigstens mit entsetzlichen Ausstrahlung dich verkalken können, aber dann ist es ja leider. Mit deinem einen Willen hättest du wahrscheinlich mal durchgebracht. Ja. Nahkampf. Dein Univers. Faramir. Faramir? Beregond. Beregond. Gibt es jetzt erst ab nächster Runde da, wo wir für dich mit denen sind? Okay, passt. Weil es beginnt zur Beginn ja. Der Runde. Hast du gewonnen? Oh mein Gott. Das, obwohl die nicht interessant ist. Das heißt, ich muss jetzt wieder die ganze Bewegung aufwenden, dass da stehen zu bleiben, um ihn aufzuheben. Nein, aufheben ist er nicht. Nur fürs Runter. Ja, das war nur, weil er oben lag jetzt. Genau. Machen wir Pip. Eine Runde auf Pippin. Nein. Schicksal. Ich bin abgelenkt. Ich weiche dorthin. Nein. Wieder nicht. Will sein Heldentum drauf machen? Er hat zwei Schicksal. Heldentum drauf. Nein. Zweites. Ja, doch, Heldentum drauf. Ja. Du hast mich schon am letzten Nerv gespielt. 3 gegen 6. 6 hast du gewonnen. Alle drei liegen. Jeder kriegt einen anderen selbigen Ding. Die Regenbogenparade. Gut. Inni. Hättest du da auch einen gelben genommen, wärst die komplementär von. Farbkreis vollständiger. 5 ist meine. 4. Runde, ich mache mal einen Muttest mit dem Denitor. Wie viel Mut hat der? 5.
Kannst du auch selber nachschauen. Oder hat die Mutter? Ja, für. Schafft er, greift einmal in Beregond an. Die drei stehen mal wieder auf. Was ist das da für eine zweite Sonne? Achso, mit der Samen oder so. Und der greift den Pippin an. Gut, Inni. Nahkampf. Ja, Nahkampf, ich hab gemeint, Entschuldigung, Nahkampf. Beregond. Achso, du, ja. Drei. Eine zwei habe ich gewonnen. Brauch noch fünf. Nein. Hab keinen Helden. Aber runter mit dir von diesem Sockel. Gandalf. Zwei Würfel. Zwei Würfel. Aber du hast die zwei Sechsen, dadurch lassen wir es gelten, aber normalerweise zwei Würfel. Und Pippin. Stirb! 1-1, ich habe gewonnen. Und du hast kein Heldentum mehr? Ja. Was ist das für eine VV? 4, oder? 4, ja. Ja, dann ist keine Wunde. Inni. Runde 5. Das ist meine. Boah, das, die Runden gehen echt schnell vorbei. Ja. Wie viel Abstand muss ich zum Feuer sein? 3, gell? Einen. Innerhalb 1 Zoll ist es verbrannt. Innerhalb von 1 Zoll ist es verbrannt. Genau. Wenn er außerhalb dieser 1 Zoll ist, dann lebt er. Ja. Okay. Das war jetzt deine Inni. Ja, deswegen wollte ich fragen, ob du was ansagen willst. Du hast noch ein H im Spiel. Mit Gandalf, gell? Nein, mit ihm. Er hat schon ausgegeben. Echt? Spielt man schon ein. Was denn? Oder? Hat er ausgegeben? Ich habe einen Willen ausgegeben. Vielleicht hat er noch das Haar. Vielleicht haben wir verdammt einen, dann haben beide noch ein Haar wahrscheinlich. Und Berengar habe ich sicher nicht ausgegeben. Nein, das hat sicher nicht ausgegeben, weil das war dein Fehler. Genau. Also ich würde es jetzt nämlich mit Gandalf ansagen. Okay, dann tu, was du nicht tun, was du nicht lassen kannst. Greife ihn an. Ja. Dann könnte ich noch 3 Zoll gehen. Mhm. Also 1 Zoll gehst du zu mir eigentlich wieder und dann kannst du dich noch 2,5 Zoll bewegen. Also weil ich 1 Zoll gewichen bin, ja. Genau. Ich gehe 1 Zoll daher. Dann kannst du ganz 2,5 Zoll hingehen. Ja, das ist der halbe Zoll, der da unten ist. Das heißt, ich stehe dann hier. Mhm. Wollen wir immer Ringel geben? Nein, es geht immer die Position von Beregond. Wurscht, oder fahren wir nicht. Gut. Eben, das Objekt wird getragen. Hast du gemuttestet für ihn? Nein. Schafft er. Schade. Das heißt, ich könnte gar nicht mehr heroische Nahkämpfer ansagen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist tatsächlich doof. Ja. Deine, wo willst du anfangen? Mach mal Gandalf. Das ist das gewonnen. Pippin. Hab ich gewonnen? Schlag zu. Nein, er lebt. Sehr authentisch bis jetzt. Und fahren wir. Ah, Beregond. Hab ich gewonnen? Ah, stopp. Wir haben die gleiche Karte. Nein, ich hab K5. Dann nicht. Denethor. Ich bin dort K5? Nein. Vorgang. Und der andere? Nein. Okay, beim Verwunden bist du im Moment nicht so... Nein, es ist authentisch bis jetzt. Eigentlich, wenn ich so jetzt einen Zoll zurückgewichen bin, habe ich ja wieder einen Zaren hier im Kontakt. Hast du so jetzt auch? Nein, aber... ist die Frage jetzt, ob ich kann ich so zurückweichen, weil so wie der Fahrer mir liegt, hätte er eine Base. Du weichst sowieso einen... Gehen wir davon aus, Fahrer mir liegt da. Mhm. Und ist da. Dann weichst du über ihn drüber zurück, weil er am Boden liegt. Das heißt, dann liegt okay, er nicht wieder dann da. Dann reiche ich eh wieder dazu. Dadurch ist es wurscht. Ja. Aber dann... Dann markieren wir anders. Ja. Schwimmreifen. Inni. Ja. Runde 6. Meine. Gut, ich gehe mit denen jetzt hin. Schnapp ihn mir und bewege ihn wieder 2,5 Zoll drüber. Ja, Muttest für den etwa. Ah ja, voll. Gut, dass du sagst. Ja. Schade. Nahkampf. Ja, mach mal die. Du hast zwei Würfel, gell? Hab ich gewonnen. Wie viel Leben hat Schattenfell? Eins, gut, schauen wir mal.
Pferd? Links daneben. Ein Leben. Okay, aber zwei Schicksal, gell? Hat ein Schicksal. Okay. Schlag drauf, machen wir aber keine Wunde. Dann machen wir. Ah, du sagst. Beregund. Ich habe eine 2. Eine 4 hast du gewonnen. Und Pippin. Ja. Süße Pip. Habe ich gewonnen mit der 4. Das ist dein Haar schon ausgeben wegen dem Schicksal da. Und tot. Nein, er hat noch ein Schicksal. Ein Schicksal hat er noch. Der hat 2. Ah ja, der hat 2, ja. Schafft er, lebt noch. Bis das Spiel ist authentisch. Da geht er gar nichts drauf. Inni. Jo. Eine 1. Das heißt, das ist jetzt die 7. Runde. Ja, deine fix Inni. Deine. Das ist jetzt. Zu Beginn der Runde musst du testen, oder? Für. Schafft's. Okay. Ich greife beide an. Okay. Ja, passt schon. Ich mach's so. Ah, das geht nicht. Wo du nicht stehen kannst, das ist nicht. Aber das Protest gibt's ja offiziell nicht. Wir wissen, dass er auch angegriffen ist. Ja. Na, wobei, eigentlich müsste ich doch fast die zwei angreifen, gell? Nein, ich würde es genauso machen. Weil du kannst sonst nicht mit Beregond dahin gehen, ohne Denethor angreifen zu müssen. Stimmt. Ja. Und deswegen musst du Denethor angreifen, damit das heißt, du. Denethor und der Kollege sind angegriffen. Genau. Weil du jetzt kannst nämlich mit 1 Zoll Abstand zu ihm hingehen, wirst wahrscheinlich 2-3 Zoll verlieren, aber kannst ihn zumindest 1 Zoll wegbewegen. Tust du das Ding? Ja. Ja, okay, wenn ich ihn 1 Zoll wegbewege, bin ich genau eine Base, genau. Oder? Aber es ist zumindest, der ist weg vom Feuer. Ja. Und ich kann ihn jetzt nicht nehmen, ohne dass ich Beregond angreife. Weil sonst hättest du das andere gemacht, hätte ich wieder zurückgegangen, hätte ich ihn einfach wegflattert. Das heißt, es war die einzig logische Variante. Und das ist nämlich jetzt das Entscheidende. Wenn ich jetzt nächste Runde die Inni habe, habe ich gewonnen, hast du die Inni. Und ich habe zum Glück noch ein Heldentum. Stimmt, und damit hast du gewonnen wahrscheinlich. Hast du keins? Nein, hat keiner aber eins. Stimmt. Außer ich töte die Beregond. Ja. Witziges Spiel. Wo fangen wir an? Mach mal Gandalf mit den beiden. Mhm. Victor. Eine 6. Habe ich auch. 50-50-Wurf. Wobei du hast Glamdring, das bedeutet, du kriegst plus 1 auf dem Wurf, also um 1 besser. Ist das nicht die Stärke? Nein, ich meine, aber wegen 50-50-Wurf, weil es eine Elbenklinge ist. Ah ja, Elbenklinge, ja. Das heißt, 1 und 2 bin ich, 3, 4, 5, 6 bist du. Für dich? Schau, und hat sich schon auszahlt. Mhm. Das heißt, die beiden liegen. Dann machen wir Pippin. Eine 2. 6. Nein. Nein. Hätte es eine Finte sagen müssen. Stimmt. Hätte aber bei 2-2 auch nichts gebracht. Es war eine 2 und eine 1, oder? Ich hab gerade, die haben immer übereinander. Ich weiß nicht. Egal. Fahren wir gegen ihn. 1 hast du. 1, 50-50. Ah, das gibt's ja nicht. Für dich. Schauen wir mal, letzte Runde. Warte. Ja. Letzte Runde. Deine? Gut, ich brauche nicht mehr Heldentum, das ist mal sehr gut. Beweg dich einmal. Wenn du es jetzt gescheit machst, dann hast du gewonnen. Mach's ganz einfach. Ich werde wohl mit Schattenfell nicht rankommen, gell? Nein, muss doch nicht. Greif die beiden nur mit ihm hin. Ja. Fertig. Ich kann ihn also nicht mehr bewegen. Du brauchst mich ja nur wegbinden. Ja. Du hast automatisch schon gewonnen, wenn du mir alle bindest. Ja, wobei ich kann natürlich auch die beiden angreifen. Ja, oder so wegtragen, ja. Und wegtragen. Und ich hätte auch gewonnen. Ja. Da war ich gerade irritiert. Ja. So. Geht genauso, ja. Aber dann würde ich ihn sogar noch weiter wegtragen. Ich kann ihn nicht so weit. Ich kann ihn nur 3 Zoll. Weil er kann sich auch noch bewegen, aber ich kann nicht weit genug. Aber weil er am Boden liegt. Gut, wir können das Spiel beenden. Ja. Vielleicht, wobei, ich will vielleicht noch Gandalf um. Und schau, ob der Binnentor überhaupt für dich zu bewegen ist. Ja. Schade, sonst hätte ich ihn wieder auf den Scheiterhaufen gesetzt. Töten wir Gandalf! Gut, dass ich so stehe, so bin ich nicht eingegeist. Gut, meine Inni angeritten, Gandalf. Ja, den bringen wir jetzt nach oben. Eine 4, könntest du machen. Eine 5? Nein. Kannst ein Haar drauf geben. Ich hab keins mehr. Ich hab's für die Bewegung ausgegeben. Du hast keine Bewegung gebraucht. Du hast die 6 gehabt, nicht nur die 5, also hast keine Bewegung. Oder, nein, aber jetzt gerade. Achso, vorher stimmt. Ich hatte vorhin schon eine Bewegung gesagt. Gut. Ich schlag alles auf Gandalf und töte ihn damit. Warte, mit Denethor?
Nix, anderen. Eine Wunde, komm, jetzt stirb, Gandalf, stirb. Er hat drei Leben. Ja, und ein Schicksal. Schicksal. Noch immer drei Leben. Gut, Pippin, den kannst du von mir töten. Fünf? Nein, Pippin tötet einen. Tötet darf keinen, darf er nicht. Und das war's. Ja, Spiel für dich. Ja, endlich mal. Das bedeutet, auf das zukünftige Schlachtgeschehen. Also mal grundsätzlich, ich fand's lustig, ist es war spannend, mega schnell. Schnell und es ist echt realistisch. Ja. Also echt nach dem Film authentisch. Es ist unwahrscheinlich, dass du ihn umbringst. Das ist sehr angenehm. Also auch als. Und es geht wirklich so Bewegungsphase, so wie bewegen. Und man hätte es natürlich auch anders spielen können, mit Gandalf ihn aufnehmen und einmal gleich schnell wegtragen. Ja, aber es hat schon gut passt, wie es war. Aber der Vorteil von Gandalf mit dem Pferd, das Umreiten, es nimmt dir viel Bewegung und Zeit. Also wenn beim Szenario das schwarze Tor, darf Gandalf einen einzelnen W6 wiederholen, wenn er zaubert, jedes Mal. Jedes Mal vom Zaubern? Ja. Aber nur wenn es nicht funktioniert. Also du darfst nicht grundsätzlich einen wiederholen, sondern nur dann, wenn es nicht funktioniert, ja, dann darfst du einen wiederholen. Aber sonst hat mir das Szenario gefallen. Finde ich ganz gut, ja, eigentlich. So das schwarze Tor ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich eines der letzten Szenarien. Also ziemlich. Gibt es jetzt noch 8 bis 10 dazwischen, aber. 8 bis 10, ja. 12. Ist ein cooles. Wir sind jetzt bei der Mitte des Spiels, also bei 14, das ist das 14. Szenario jetzt. Seit wann ist das Buch da? Wie lange haben wir gebraucht? Wir spielen jetzt seit 3 Jahren. Zwei Jahren. 2 Jahren am Gondor War. Ja. Gut, Leute, in 2 Jahren... Sind wir fertig. Davor haben wir alle anderen Kampagnen geschafft, die wir uns vorgenommen haben. Ja. Ja, da war's halt. Passt. Dann, gut, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, argumentiert. Ja, cooles Gelände. Ob ihr es vielleicht anders gemacht hättet. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich glaube, viele Möglichkeiten, es anders zu machen, gibt es wahrscheinlich nicht. Passt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.